Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Heute geht es für uns in den höchsten und wohl atmosphärischsten Teil der gesamten Windwüste. Diese Atmosphäre wird allerdings nur recht kurz, da wir uns schnell einer Sackgasse gegenüberstehen, in welche wir momentan nicht weiterkommen. Beschämt von dieser Erkenntnis machen wir etwas Backtracking in dem Wüsten- und Waldgebiet, unter anderem das Abschließen der Nebenquest von Tok und das Bestreiten der Geisterprüfung, welche sich im stillen Wald befindet. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da für euren schnellen Frühsupport und ein Abo und nun viel Spaß im Video. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part. Let's play Ori and the Wolf the Wisps. Und ich bin ganz gespannt, hier weiterzumachen, denn wir sind kurz vorm Ziel der Windwüste angekommen. Ja, nur ein paar Meter über uns befindet sich ein Eingang in irgendetwas, was anscheinend das nächste Irrlicht inkludiert. Wir wollen dort auf jeden Fall heute ankommen. Letztes haben wir uns hier abgeschlossen. Heute ist unser nächstes Ziel, natürlich das Irrlicht entgegenzunehmen. Und ich bin gespannt, dass heute ohne Probleme alles läuft. Ich hatte nämlich vorhin schon ein paar Fehler mit den Aufnahmen und sowas gehabt. Also das war beim letzten Mal, noch nicht heute. Hoffe, ich läuft alles recht gut. Wir haben uns hier beim letzten Mal schon ein klein wenig umgeschaut. Wir sind hier unten in die Ecke rein. Wissen nun also auch, wie wir nach oben kommen. Und zwar müssen wir uns ein weiteres Mal diesen Kalmar hier holen. Naja, uns sind die Laser. Da kommen Erinnerungen wieder hoch. Wir loaden den ganz schnell durch. Das war nicht optimal. Schaffe ich es aber trotz dessen noch. Mit dem Doppelsprung auf jeden Fall. Klar. Super. Da unten ist ein Samengewicht. Den haben wir auch entgegengenommen. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass da noch eine Plattform davor war. Krass. Okay. Oh Gott. Drei Leben abgezogen. Das ist echt ungünstig. Okay, ein bisschen die Richtung erstmal. Zack. Und springen von hier aus weiter nach oben. So muss es laufen. So nicht anders. Jetzt charge ich weiter durch. Und arbeiten uns diesen steinigen und schwierigen Weg nach oben. Am Hintergrund zu urteilen. Okay, jetzt hat das Golek erst entgegennehmen hier. Ist der Sandsturm hier am stärksten. Wir haben generell schon gesehen, dass der Wind hier in der Wüste ganz schön stark den Sand beeinflussen kann. Deswegen heißt der Ort ja auch Windwüste. Wir sind kurz davor, alles abzuschließen hier. Die unerkundete Ecke gibt es hier noch. Und dann noch dieses Licht, was wir hier noch nicht entgegengenommen haben. Die Ecke sieht ganz, ganz strange aus hier. Keine Ahnung, was dieser rote Fleck da sollte. Da waren wir auf jeden Fall schon mal, also ist es egal. Ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird, Leute. Bis jetzt war es entweder mit einer Flucht oder mit einem Bosskampf in Verbindung, das Irrlicht mitzunehmen. Und werden noch dieses Mal nicht beschenkt. Die Musik wird wieder leise oder entspannter. Der Sandsturm, wie gesagt, blutrot im Hintergrund. Auch das ist sehr, sehr, sehr beängstigend. Legen wir los. Da ist ein Eingang. Den können wir betreten. Etwas im Hintergrund zu sehen. Eine Art Figur, ja. Wenn Ägypten hat ja auch seine eigene Mythologie, seine eigene interessante große Mythologie. Da oben ist irgendwas. Kann man da hin? Oder sieht das nur so aus? Dann können wir ab hier können wir nicht mehr springen. Ja. Das ist irgendwie so ein Sprungblock. Hier kann man nochmal springen. Ja, nur ab hier können wir klettern. Ja, da oben ist nichts. Okay, sieht nur so aus. Ist cool, wie der Sand so ein bisschen auf uns herabregnen lässt, oder? Also wenn wir jetzt hier durchgehen ganz genau, dann tun wir so kleine Sandspürchen hinterlassen. Sieht so ein bisschen strange aus, keine Ahnung, aber immerhin haben sie daran gedacht, hier was zu rendern. Wir werden irgendwie nach oben kommen müssen, nur frage ich mich gerade eben, ob das von jetzt schon möglich ist. Ich glaube mal eher nicht. Die Säule können wir nicht erklimmen. Es gibt keinen anderen Weg mehr, Leute. Ohne jetzt euch noch lange auf die Folter zu spannen, betreten wir diesen Raum. Oder was sich auch immer dahinter befindet. Der Weg öffnet sich erst, wenn das Herz weiß, dass es sicher ist. Vier Irrlichter müssen sich versammeln, um das Tor aufzuschließen. Was? Hä? Du kommst hier erst weiter, wenn du vier Irrlichter hast? Bitte was? Als ob wir hier jetzt gezwungen werden, zurückzugehen, weil uns ein Irrlicht fehlt. Und da empfiehlt man mir auch noch, zuerst zu den Dünen zu gehen, wegen der Fähigkeit hier. Dabei ist die Fähigkeit bei den Dünen, obwohl die so wichtig ist, trotz dessen eine Sackgasse. Man kommt hier, man soll dieses Irrlicht hier zuletzt sammeln, aber warum denn? Ey, was für eine Scheiße ist das denn bitte? Ach, kaum schon ein Spiel. Muss das sein? Moon Studios. Ich glaube, das war ein Entwickler von dem Spiel. Als ob wir jetzt gezwungen werden, ohne Hinweise hier lang zu gehen. Na gut, dann können wir eh nicht viel machen. Wir könnten jetzt mal ganz, ganz schnell hier runtergehen. Und könnten mal schnell schauen. Oh Gott, das wollte ich gerade gar nicht so machen. Wie wir doch noch an dieses Irrlicht kommen. Oder an dieses Geisterlicht kommen, welches sich da unten befindet. Aber ansonsten, ja, können wir hier nicht weitermachen. Dann gibt es auch nicht viel zu erledigen. Wobei, ich wollte eigentlich, dass wir den Backtracking anfangen, nachdem wir dieses Gebiet hier abgeschlossen haben. Dann wird dies wohl jetzt schon in den Port reingeschoben. Da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Ich habe das nicht erwartet jetzt.
Oder wir machen zuerst das Gebiet hier und tun dann Backtracking machen, kurz vorm Finale. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich würde dann vielleicht nochmal zurück zu diesem Punkt hier drüben gehen wollen. Denn ich glaube langsam, dass wir hier irgendwie doch reinkommen können. Sollten wir das richtig, Rätsel richtig verstanden haben. Aber irgendwie, keine Ahnung, es muss einen Weg nach unten geben. Also, wir kommen halt von hier nicht weiter. Das dachte ich, es wäre eigentlich ein Weg, aber diese Linie konnte man schwieriger sehen. Wir kamen das letzte Mal hier nicht durch. Nein, ich will nicht auf keinen Fall sterben hier. Nur weil ich mir jetzt wieder irgendwie so einen dummen Fail leiste. Also tun wir unsere Energie dafür opfern, um unsere Leben zurückzubekommen. Ich würde sagen, das habe ich beim letzten Mal auch schon gedacht. Also das ist also eine riesige Überraschung, aber im Negativen sind, dass wir hier nicht weiterkommen. Was zum Teufel? Also normalerweise tue ich immer Nintendo blamen für solche Fehler, aber das ist ja jetzt ein anderes Entwicklungsstudio. Ich werde jetzt auf jeden Fall, oh Gott, verhaust du dich? Das Feuer dürfen, wir dürfen diese heißen Plattformen nicht berühren und die Laser auf keinen Fall. Die machen 3 Schaden. Wie gesagt, ich werde jetzt auf der anderen Seite gucken, ob wir da vielleicht das einlösen können, dieses Geisterlicht. Wir sind uns auf jeden Fall, aber warte mal, das ist ja gleich erreicht. Ich brauche es irgendwie nicht rauszuschneiden. Wenn wir jetzt da nicht weiterkommen, dann werde ich daraufhin dann schneiden. Aber davor ist es ja vielleicht schon möglich, es zu erreichen. Und ja, ich glaube, es ist wirklich möglich. Nur aus irgendwelchen Gründen ist das Viech wieder gestorben gerade eben. Wir schaffen es aber mit einem gut getimten Geisterjump. Geisterjump, sag ich schon, Drilljump da hochzukommen. Ja, genau. Ach so, nee, generell. Okay, verstehe. Man muss einfach nur diesen Weg hier oben folgen. Der wurde halt zugemauert. Das konnte man schwierig sehen. Dann bekommt man hier ein größeres Geisterlicht und ein paar kleine, die sich noch auf dem Weg befinden. Optional kann man auch mit Hilfe dieser Grille oder was das Ergebnis sein soll, nach oben springen. Nun fehlt wirklich fast gar nichts mehr. Die Geisterprüfung hier haben wir abgeschlossen. Alles andere hier haben wir auch mitgenommen. Sprich, den Weg zurück brauche ich in keiner Art und Weise zu zeigen. Wobei, warte mal, stimmt. Ich wollte das nämlich eigentlich machen, nachdem wir diese Story hier abgeschlossen haben und das Geisterlicht entgegengenommen haben. Wir haben noch einen Nebenquest von Tok, welcher sich ja überall befindet so ein bisschen und uns schon von Anfang an begleitet. Er war ja einer der ersten Leute, die wir gesehen hatten, wenn überhaupt. Und wir können uns eigentlich hinteleportieren. Und doch viel wichtiger ist eigentlich, und das können wir eigentlich auch zusammen machen, als ich nämlich in der Aufnahme war, habe ich im Zurückschauen, das habe ich glaube ich auch sogar im letzten Part eingefügt für euch, wo die Stelle ist, da habe ich gesehen, wo es circa ist, wo wir jetzt diese Schaufel entgegennehmen können und die würde ich jetzt suchen wollen, ja. Die war wie gesagt ganz am Anfang. Hier klingt irgendwas ganz, ganz komisch und ich sehe gerade auch, hier waren wir noch gar nicht. Lol, okay. Dann gehen wir da zuallererst. Ach, so schräg ist hier immer noch, okay. Warte mal, warte mal, warte mal, was? Lul. Kuh ist hier wieder? Ach so, die kann ja wieder sehen. Okay, verstehe. Dann sollten wir jetzt natürlich sehr, sehr stealth-mäßig durch die Gegend rauschen. Und erstmal, ja, diese kleinen Untergrundbereiche, nachdem wir die Fähigkeit erhalten haben, natürlich auch mitnehmen. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind, dann können wir sie auch entgegennehmen. Ach nee, es geht zum stillen Wald dazu. Ach so, okay. Gut, ist ja egal. Erkundung ist Erkundung. Wir kommen ja der Sandfähigkeit hier also auf jeden Fall überall weiter. Ich würde jetzt sagen, wir backtracken. Also das war jetzt mein erster Plan, hier zu backtracken komplett. Auf der anderen Seite könnten wir aber auch... Warte, was ist die Verbindung? Einfach nur um schräg zu überspringen, weil die jetzt hier die ganze Zeit da bleibt. Und nicht flüchtet wie normalerweise. Ja, ist wirklich so. Okay, der Weg ist einfach nur dazu da, dass man hier flüchten kann, weil Frick aus irgendwelchen Gründen sich jetzt hier befindet. Ich habe zwar keine Ahnung, warum dem so ist. Aber gut, dann ist es nur für später wichtig. Wir gehen direkt weiter und lassen Frick keine Chance, uns wieder zu töten. Wir sind oft genug gestorben. Jetzt möchte ich ganz kurz gucken, wo die Schaufel war, um die Quest abzuschließen oder das Golek erst hier entgegenzunehmen. Ja, ich habe viel in diesen Wüsten gibt es nicht mehr. Ja, das Golek erst wurde aus irgendwelchen Gründen noch nicht angezeigt oder wurde auf jeden Fall in der Karte nicht für mich eingezeigt. Auch hier kommen wir jetzt weiter. Den werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, regelmäßig. Jetzt haben wir 100%. Oh, lol, wir haben 100% geschafft im ersten Ort. Dann ist aber die Quest, die wir von Tok erfüllen müssen, gehört ja nicht zu den Prozentanzeigen des Spiels dazu, logischerweise. Gut, wir werden das trotzdem entgegennehmen. Ja, das müsste hier irgendwo gewesen sein. Im Nullverstand ist es einfach rein. So, ich glaube, hier unten war das ganz genau. Hier unten die Schaufel. Wir haben die Stelle schon gesehen. Ich wusste, dass man sich da eingraben kann. Jedoch hatten wir da noch nicht die Fähigkeit gehabt, genau wie die anderen Pünktchen, die wir hier, ja, am Anfang noch erreichen konnten. Die Fähigkeit offiziell erhalten haben wir hier, sprich der Weg hier nach oben und alles andere hier ist für uns erkundet worden. Aber der Anfangsbereich hier muss noch mal ein weiteres Mal klargestellt werden. So, die Karte wieder fixiert. Graben wir uns ein. Was bringt es, um genau zu sein? Okay, einen unheimlichen Edelstein. Du hast einen neuen Quest-Gegenstand gefunden. Er pulsiert mit einem unheilvollen Leuchten. Das ist mir eigentlich scheißegal. Die Quest haben wir auf jeden Fall dadurch freigeschaltet. Viel graben kann man da drinnen nicht, aber freigraben kann man den Edelstein trotz dessen. Das lässt darauf zuspüren, weil die Schaufel dort war, dass eine andere Person diesen Edelstein vergraben haben muss oder danach gesucht hatte. Wir berichten Tok davon. Ich meine, wir müssen mit diesem unheilvollen und unheimlichen Gegenstand ja nichts zu tun haben. Ich finde es cool, weil ich glaube, dass das dem so nachgesprungen ist, dass dieser Weg hier hinten, der Eingang mit den 4 Lichtern, die man lustigerweise oder traurigerweise braucht, ist. Kann aber auch ein anderer Turm sein. Weil der Turm ganz oben ist. Keine Ahnung, wie das Spiel das bewerkstelligt hatte. Ich möchte mit Tok reden.
um ihn in Edelstein zu bringen. Was ist das? Ein Edelstein? Sieht mir ein bisschen ungeschliffen aus, hä? Du wolltest ihn haben. Ich bin wegen dir dahin gegangen. An deiner Stelle würde ich ihn einem Experten zeigen und sicher gehen, dass er nicht gefährlich ist. Krächz. Hä? Ich dachte, dass du das haben möchtest, aber wem soll ich das bitte geben? Einem Experten. Bringe den unheimlichen Edelstein zu einem Experten. Also ich kenne momentan nur... Warte mal. Okay, es könnte einer aus der Brunnenquelle-Richtung gewesen sein. Naja, ist ja jetzt egal. Es sind eh ein paar Sachen, die wir jetzt erledigen können, weil wir ja jetzt hier 100% abgeschlossen haben in der Windwüste. Immerhin können wir beim nächsten Mal hier einfach durchrushen oder uns schon hier hoch teleportieren, wenn wir dann unten im letzten Irrlichtgebiet, dem Schimmelfest, alles abgeschlossen haben. Doch bevor wir dorthin gehen, habe ich noch eine Sache davor zu erledigen. Und zwar möchte ich zurück zur Brunnenquelle-Richtung erstmal... Um nochmal ein bisschen mit Grom zu sprechen, wegen vielleicht der einem oder anderen Upgrade und dem einen oder anderen Samen noch abzugeben. Und vielleicht können wir da auch noch was anderes freischalten jetzt und können diesen Edelstein ja dort bei einem Experten abgeben. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt einfach wieder. Auf dem Weg komme ich nochmal ganz, ganz kurz bei einem stillen Wald hier an, denn wir können ja jetzt endlich diese Prüfung hier machen. Was uns genau hier noch fehlt, weiß ich nicht, um genau zu sein. Wir könnten uns nochmal ein klein wenig umschauen, doch... ich werde den Weg vielleicht auch einfach nach hinten zurücklaufen. Doch im Notfall werden wir das Gebiet nochmal erkunden, wenn es darauf ankommt. Doch diese Prüfung als ersten Punkt dafür, dass wir ja jetzt die Fähigkeit im Sandgebiet freigeschaltet haben, können wir uns hier nach oben arbeiten. Um den Weg sicherzustellen, ja, ich will nochmal ganz kurz auffrischen. Hier, das war der schlagende Punkt. Denn wir haben halt eben hier keine Fähigkeiten. Wobei, aus irgendwelchen Gründen haben wir zwar die Story-Fähigkeiten von Ori immer noch drauf, die er einsetzen kann, die er durch Story bekommt. Aber alle anderen Fähigkeiten wie Doppelsprung und sowas laufen halt auch, was ich sehr interessant finde. Ist ja im Grunde genommen erstmal egal. So, wieso hat Ori jetzt schon wieder sich nicht richtig festgehalten? Das ist so dumm. Vor allem weiß ich auch nicht genau, wie du hier bestraft wirst von diesem Spiel, vom Spiel, ja. Momentan arbeiten wir jetzt ja recht gut nach oben. Zack. Das war nicht gut, okay. Oh nein! Oh, Alter, gut gerettet, Ori, gut gerettet. Die Reichweite war gerade ziemlich gut. Okay, ich muss erstmal ganz kurz mich hier reinüben. Genau deswegen. Okay, komm zurück. Ich muss nämlich ganz kurz gucken, wie man dann von hier vielleicht direkt nach oben kommen kann. Dann muss natürlich den richtigen Charge einsetzen, das ist klar. Dann müssen wir, noch einen anderen Punkt. Genau deswegen will ich zuallererst überprüfen, ob wir das hinbekommen auch, weil wenn ich jetzt hier mehrere Male resettet, dabei ist dieses Rennen eigentlich auch schwierig vom Timing her. Dann komme ich eh nicht dagegen an. Alter, boah, Ori ist aber auch totaler Vollidiot, oder? Was macht denn der gerade eben? Die Idee ist doch hier rüberspringen, wie sonst was. Da wären wir ja viel schneller gewesen, ohne das jetzt hier die Fähigkeiten zu nutzen. Aber ich vergesse auch jedes Mal, dass Ori halt keinen Doppelsprung mehr hat. Vergesst es jedes Mal, tut mir echt leid, Leute. Oh, läuft die Zeit jetzt aus, wenn ich jetzt zu lange brauche? Generell, oder was? Kann natürlich sein. Ist egal. Ja, die Zeit ist um. Okay, wir sterben einfach mal ab einer Minute. Okay, weil wir zu schlecht für das Spiel waren. Warum denn? Wir hätten mich auch üben lassen können. Aber naja, gut, ist egal. Probieren wir den Ganzen, geben wir den Ganzen noch eine Chance. Dann werden wir in der Luft chargen müssen, um zum nächsten dieser Sandkörner Bündel zu kommen. Das kann man die ja hoffentlich nennen. Ist das gerade auf einen funktioniert? Super. Hier können wir ein bisschen was über Zeit rausholen. Ich möchte halt auch vor allem jetzt, weil ich halt auch keine Klebigkeit drin habe, möchte ich halt auch keinen Fehler machen, hier falsch zu klettern. So. Nein, hey, ich habe es eindeutig gedrückt. Vor allem, wenn du einfach runterfällst, hast du auch verloren. Ja, an sich ist dieses Rennen total simpel, weil du halt einfach nur nach oben gehen musst. Aber dafür wirst du für jeden Fehler bestraft. Aber das ist ja nichts Neues, oder? Bei den Geiselprüfungen hier. So, nein, ich habe mich verklickt. Ich hätte die falsche Knopf gedrückt, aber ja, kann man wieder aufgeben. Wenn du einmal diesen Fehler machst, war es einfach. Ja, hier, zack, und dann hättest du so chargen müssen. Okay, mal gucken, wie wir das hier machen müssen. Ich habe wieder nicht gechoppt. Ich habe wieder nicht das Timing geschafft. Aber warum auch? Warum? Ich habe doch alles richtig gemacht. Versteh's nicht. Aber das Spiel gibt dir immer ein bisschen Zeit, nochmal ein bisschen zu üben hier. Ich habe gerade eben den Charge hier gemacht. Zack. Da oben hier. Hey, was drücke ich? Drücke ich über eine falsche Taste irgendwie? Es kann sein, dass ich gerade die Tasten hier gerade verwechseln. Deswegen kriege ich keinen Charge nicht mehr hin. Weil du musst halt so viele Tasten drücken, um hier voranzukommen. Hier den ganzen Fähigkeiten, die du am Ende hast. Ja. Aber trotzdem, ja, genau. Du wirst irgendwie, obwohl gerade das angesetzt wurde vom Spiel, wurdest du gerade wieder nicht angepeilt. Was ich verstehe, woran das liegt. Ich kann noch einmal kriegen, wir noch einen Charge, bitte. Gönn spielen. Ja? Okay. Hinchargen und rüberchargen. Dann ist der Rest eigentlich komplett machbar. Gut, dann würde ich euch den finalen Versuch einblenden. Sehr, sehr schwierige Angelegenheit hier. Je nachdem, wie ich brauchen werde, werdet ihr den erfolgreichsten Versuch dann hier sehen. Hä, als ob, Alter, wie hätte ich den Sprung? Der Sprung ist ja total unfair, Alter. Wie kommen solche bitte von hier da nach oben kommen? Wie unfair ist das? Und vor allem, warum habe ich gerade so einen großen Stoß bekommen nach links? Das sah auch gerade witzig aus. Hä, WTF, Alter. Das ist ja totale Scheiße. Guckt euch das an. Ich gehe hier hoch, dann zack, so. Zack, boom.
ist das gewesen? Ich habe irgendwie den Sprung mal zu weit nach unten angesetzt. Kann man dann von hier eigentlich, wenn die Blase jetzt so lässt, einfach, ja, kann ich einfach rübergehen, okay. Ja, hier den ganzen Tag einen neuen Versuch, ey, das ist wirklich sau schwierig, weil du einfach so viele Controls hier anwenden musst. Wird ja auch zunehmend nicht einfacher. Ja, ich hoffe, das ist die schwierigste Speedrun-Prüfung in der Hinsicht ist, damit ich in Zukunft da nicht mehr so viele Probleme habe. Bei den anderen. Das ist schon echt heftig. Weil diese Geister sind ja auch wirklich sehr, sehr stark. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nicht so wirklich gut, leichter CPU geht, den du spielst. Das ist wirklich eine Perfektion. Jetzt hat sie gerade wieder nicht reagiert. Ich ist eindeutig angezeigt worden, dass es blau ist und trotzdem hat sie reagiert. Was genauso bescheuert ist. Naja. Perfekt. Knapp, dann ist auch vorbei. Aber immerhin zu sehen, gut zu sehen, dass der Geist erstmal die Zwischenpassage dort nimmt, wo die Fähigkeit war. Da kann man nochmal im Notfall, wenn es knapp wird, am Ende nochmal Zeit rausholen. Ich verklebe mich auch jedes Mal am Anfang immer. Weil man halt mit den Controls einfach durcheinander kommt. Dann drücke ich jetzt hier Steuerungstaste oder was das für eine Taste ist und wann die rechte Maustaste und so. Das sind schon echt viele Controls, die du da für die verschiedensten Fähigkeiten hast. Ja, der große Fehler bei unserem Geisterfreund hier ist, dass er die Zwischenablage nimmt, ja. Dadurch konnten wir jetzt nach vorne kommen und konnten uns sehr solide absetzen davon. Eine der schwierigsten Prüfungen, die wir bis jetzt hatten, und jetzt das Game gefreezt, oder was? Hallo? Spiel? Okay, hat's wieder gefangen anscheinend. Hoffentlich haben wir es trotzdem geschafft jetzt. Ja, haben wir geschafft. Die Geisterprüfung ist hoffentlich abgeschlossen. Ja, genau, unser Rekord wurde gerade eingezeichnet. Ich dachte gerade schon, das Spiel freest beim Gewinnen. Das wäre aber auch der größte Betrug gewesen. Naja gut, gucken wir mal. Bei unserem einzigen Freund, der ebenfalls gespielt hatte, wir waren eine gute Sekunde besser als er. Das heißt, er war sogar sehr knapp. Ich glaube, der Geist normalerweise ist ja bei irgendwas mit 25 circa. Aber trotzdem war er gut, unser lieber Drago. Gut, das ist abgeschlossen. Wie viel Prozent ist jetzt abgeschlossen? 82%. Also gibt es noch einige Ecken hier, die noch nicht erkundet wurden. Was echt komisch ist, wenn man sich das jetzt hier anguckt. Das sieht auch zum Stillen weiter zu. Gut, hier ist halt schräg, aber man kommt nach oben irgendwie. Okay, ich würde sagen, wenn man da nach oben kann, da noch irgendetwas ist, vielleicht komme ich da jetzt schon hin. Keine Ahnung. Gucken wir uns einfach mal an. Und wieder einmal wurde ich gerade angegriffen und der Gegner hat es bei seinem Leben bestraft, weil er uns angecharged hatte. Kommen wir dann nach oben über diesen Weg oder geht das gar nicht mehr? Und dann müssen wir jetzt diesen besonderen Randweg nehmen, um hier diese Höhe zu erreichen. Also eigentlich könnte man sich ja noch retten, wenn man jetzt ganz kurz diese Pflanze hier entgegennimmt. Genau. Und dann vielleicht noch mal... Ah, wobei? Hä? Also ich kann es auf jeden Fall schaffen. Ich weiß auch, wie man es schaffen kann. Aber ja, so ist es auch möglich. Aber jetzt wäre die Frage, kommt man wirklich über diesen Weg wieder nach oben oder soll man das vor allem auch so machen? Nee, da hat der Strick diesen komischen Stein reingeböllert. Ja, ja. Okay, verstehe. Ja, auf jeden Fall ist hier noch ein Weg, der zum stillen Wald führt. Doch, wenn man jetzt hier... Ich meine, es gibt bestimmt nichts mehr, was man hier noch erledigen kann. Also gehe ich davon aus, dass wir hier gar nicht mal falsch sind. Nur, ich glaube, Schräg kann einen checken, wenn man jetzt hier nicht unten lang geht. Deswegen werden wir hier lang gehen. Ah, das ist ein druckaufbauende Geräusch, Alter. Voll krass. So. Wir hatten hier genug Fails gehabt. Eigentlich will ich nicht nochmal verkacken, Schräg. Danke. So. Gucken wir nochmal hier in den Bereich. Checkt uns Schräg einfach irgendwann, oder was ist hier los? Ja, total random fliegt er einfach los und tötet uns einfach. Ich weiß zwar nicht, warum er das macht, weil er voll aufs Fressen fixiert ist, aber... Aber... Das muss doch aber so klappen, irgendwie. Ja, der Knochen ist auch da. Ne, keine Ahnung. Irgendwie muss er nach oben kommen, aber ich weiß zwar nicht, wie man das hier von hier aus machen soll. Im Notfall gehe ich jetzt zur Brunnenquelle zurück. Da lässt man mich wenigstens in Frieden und in Ruhe arbeiten. Ich sehe halt hier gerade keine andere Möglichkeit, den stillen Wald noch irgendwie abzuschließen. Was zum Teufel? Man muss ja irgendwie nach oben kommen, oder geht das jetzt irgendwie nicht mehr? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, um genau zu sein. Immerhin kommen wir jetzt zurück. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Weg hier beim stillen Wald, noch voranzukommen. Ne, ich sehe eigentlich nichts. Kann man das kaputt machen vielleicht? Sieht so aus, aber nein, leider nicht möglich. Hä? Also, hä? Verstehst nicht? Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Man kann ja von hier nicht nach oben chargen, oder? Also, das würde man nicht schaffen zeitlich, glaube ich. Da habe ich jetzt auch nichts gesehen, dass man sich nach oben arbeiten kann. Irgendwie in so Rekordzeit oder so nochmal. Ja, geht nicht. Da ist der Stachel davor. Die einen aufhalten sollen. Eventuell, wenn man... Warte mal, ich habe noch eine Idee. Aber das muss man sehr, sehr schnell erledigen eigentlich. Und ob man das schafft, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht kann man mit dem Feuer, mit der Feuerkugel das Ganze beheben. Also doch mal auf, diese komische Musik da abzuspielen. Weil ich glaube, wenn die Musik abgespielt wird, Fußball schräg automatisch... Tut schräg automatisch mich sofort angreifen, wenn sie mich jetzt sieht. What the fuck, Alter? Das Spiel ist echt voller Bugs hier gegen Ende. Okay, jetzt hast du gerettet gerade eben.
Okay, vorsichtig, Ori. Du gehst jetzt da raus, ganz schnell, wirfst diesen Feuerkugel nach oben. Ich werde dir die Fähigkeit ganz kurz geben. Und dann arbeitest du dich nach oben, okay? Ganz schnell. Oh Gott! Nein, es war etwas zu spät. Okay, schade. Aber es muss doch klappen, oder? Das muss doch machbar sein. Man muss irgendwie nochmal nach hinten kommen. Zack. Oh, mit dir, Ori, oh, mit dir! Hä? Hä, nee, es geht einfach nicht mehr, okay. Gut, dann habe ich keine Ahnung, was man hier machen soll, Leute. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie man hier vorankommen soll, ob man hier nochmal irgendwie nochmal nach oben sich arbeiten kann, ohne dass Schrick einen sieht direkt, bitte Bescheid geben. Ich muss das Spiel auch durchspielen, um hier bei dem Stillen Wald nochmal irgendwas freizuschalten. Aber wenn ich jetzt nochmal generell auf die Karte gucke, haben wir hier eigentlich alles mitgenommen gehabt, bis zum Ende halt. Das ist ja schon wieder Quarkstar hier. Dann werde ich mich jetzt zur Polenverlichtung vorarbeiten, wie versprochen. Und wir werden von da aus dann nochmal mit den paar Leuten sprechen. Vielleicht können wir ja dieses unheilvolle Edelsteinchen abgeben bei einem von diesen Experten dort. Keine Ahnung. Bis gleich. Hey, Quarlock. Nee, nicht Quarlock. Grom. Ich habe mich gerade vertauscht mit einer anderen Person, die da von uns gegangen ist. Ich habe noch ein paar Gromerze gesammelt. Die Mokis sagen, du hättest meine Heimat besucht. Oder das, was davon übrig ist. Sie nennen es nun die Windwüste, was? Ich schätze, sie haben ihren echten Namen vergessen, sofern sie ihn je kannten. Sie hieß Girora, eine wundersame Stadt aus stolzem Stein und buntem Glas aus massiven Säulen und erhabenen Türmen. Ich stelle mir das echt schön vor, aber das sieht gar nicht mehr so aus. Ich gehe am besten nicht zurück, Chrom. Sein, du willst deine Heimat irgendwie, wenn du noch was davon erkennen kannst, wiedersehen. Sie hätte es verdient, dass man sich erinnert. Schade. So, 8 haben wir gesammelt. Ich glaube, mit 8 können wir was machen. Ja. Und zwar können wir genau die neuen Höhen hier ja, einsammeln. Baumhäuser scheinen bei dem Mogi beliebt zu sein. Die wäre es, wenn wir noch ein paar davon machen. Bevor wir zur Dekoration übergehen, haben wir exakt eine perfekte Anzahl an Chromerzen gesammelt. Was für ein Zufall. Fantastisch. Ich werde mich gleich darum kümmern. Und damit kommen wir jetzt in noch bessere Höhen, nehme ich mal an. Also auf jeden Fall, da wo wir gerade eben sind, da waren wir schon mal, ist jetzt auf jeden Fall ein Eingang. Und da kann man sich nochmal irgendwo festhalten mit dem Lasso, hat man gerade erkennen können. Fertig, es fühlt sich großartig an. Wieder etwas umzubauen, Geist. Okay, ich denke mal, das Letzte, was wir noch machen können, ist halt eben das hier. Dass man sogar das Portal hier reparieren musste, ganz am Anfang. Krass, oder? So, es ist wohl Zeit, sich etwas. Ja, es ist wohl besser, sich etwas Zeit zu nehmen, ganz genau. So, Leben regeneriere ich mal ganz schnell. Und so wird das Spiel auch gespeichert, dauert nicht lange. Und nun können wir vorangehen mit neuer Energie. Eine weitere Sache, die wir erledigen können, ist unten mit, warte mal, die Dunkelheit können wir momentan noch nicht machen, glaube ich. Da bringt das Licht nicht viel und unsere Grabfähigkeit genauso wenig. Also irgendwas müssen wir da noch kaufen, keine Ahnung was. Ich gehe jetzt zuallererst mal zu der stillen Karte darunter. Denn dort waren, denn das ist ja schon eine ganze Weile her, da konnten wir dem lieben, ich weiß gar nicht, Lupo konnten wir da fragen, dass sie die stillen Wälder erkunden sollen. Ja, kartografieren sollen, weil sich das nicht hintraut. Ja, zudem können wir jetzt hier unten rein, sehe ich gerade. Oh, null. Das ist natürlich cool. Und da gibt es eine Lebenszelle unter Wasser. Schön, dass wir die jetzt auch entgegengenommen haben. Ich sehe gerade, mit dieser Lebenszelle haben wir einen weiteren Lebenspunkt entgegennehmen können. So muss das auch, so nicht anders. Vor allem, wir kriegen unsere Energie, unsere Sauerstoff regeneriert, wenn wir hier durchchargen, fällt mir gerade auf. Ja, das ist anscheinend kann Ori im Sand atmen, aber unter Wasser nicht. Das ist cool. Auch hier kann man durch, by the way. Hier haben wir es. Nochmal als Bestätigung. Wir haben eine weitere Lebenszelle erhalten. So nicht anders. Gut, betreten wir den Raum. Und tun Lupo von der stillen Quest, ja, helfen. Ich glaube, wir haben genug erkundet, oder? Ah, wenn das nicht mein Lieblingsforscher des stillen Waldes ist. Das ist das letzte Stück, das wir brauchen. Diese Karte sieht fantastisch aus. Jetzt kennen wir jeden Winkel. Jetzt werde ich mich nie verirren. Nicht, dass ich jemals dorthin gehen werde. Als mein Kartografie-Lehrling erhältst du nun einen Rabatt auf alle Karten. Auf diesen Karten habe ich einige meiner Beobachtungen markiert. Interesse? Eigentlich ja schon. Die vielleicht nicht zu holen, weil wir könnten eigentlich bis zum Ende noch warten. Und die dann halt als Grinding sich holen. Vor allem das hier ist ziemlich cool. Zeigt alle Geistersplitter auf deinen Karten an. Dann hier Lebenszellen und Energiezellen. Cool, wir halten Rabatt auf seine Karten in Zukunft. Vielleicht ein andermal. Ja, keine Sorge. Ich werde das, wie gesagt, ein andermal machen. Ich möchte doch den Rest blind erkunden, bevor ich jetzt hier diese ganzen Karten kaufe. Aber für die Erkundung, für die 100%, kann das sehr vorteilhaft werden. Gut, was gibt es denn hier noch zu erledigen? Ja, wir haben die Punkt-Creation ja sonst ganz gut gesehen. Es gibt in den Höhen nichts mehr zu finden. Hier ein Übergang zu Baros Spitze. Auch das ist nicht momentan so wichtig. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes zu einem Experten, der sich eventuell damit auskennen könnte. Haben wir noch irgendwas hier? Nee, wir haben nichts mehr. Vielleicht, dass wir diesen E-Ständer einsetzen könnten. Also wenn es einen gibt, dann wahrscheinlich hier irgendwo. Ich halte mein Auge offen. Gut, dann wagen wir uns ein weiteres Mal hier unten in den Keller. Nur nicht in diese Dunkelheit hinein, weil da können wir momentan noch nicht viel erledigen. Dafür aber auf die andere Seite, und zwar hinein in den Sand. Denn mit unserer Fähigkeit können wir jetzt auch hier dieses große Geisterliche entgegennehmen. Mehr ist es nicht. Mehr brauchen wir nicht. Wir kommen den 80% näher. Was ist denn hier eigentlich? Dir wurde ein modischer Hut übergeben. Ach, stimmt. Das war ja noch diese Tauschquest. Auch da habe ich noch keine Person gefunden, dem ich diesen Hut geben kann. Es soll wohl einer
perfekt für die Wüste sein. Das wurde zumindest so gesagt laut dem Inventar. Wir gucken mal ganz kurz rein. Und zwar hier. Questgegenstand Hut. Wurde das einfach nur generell im Fortschritt hier gesagt? Genau, finde jemanden, der einen Hut haben möchte. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir eigentlich einen in hier in der Wüste finden werden. Jedoch will der hier eine Wasserflasche haben. Der ist der Einzige, den man hier finden konnte. Irgendwo anders kann ich mir gerade nichts vorstellen, aber wir werden die schon finden. Im Notfall muss das gegoogelt werden, wenn wir diesen Charakter übersehen haben. Dass wir jetzt nochmal zurück zur Brunnenquerrichtung müssen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, habe ich mit dir eigentlich schon geredet? Ich glaube, nein, aber wir waren dort. Wir waren dort und zwar war das doch noch in... Das war sogar, glaube ich, noch in Bausspitze hier. Nee, das war ein anderes Haus. War das? Nee, das war im stillen Wald, ganz genau im stillen Wald. Da sind wir immer hingelaufen, als wir am Anfang auf dem Weg zur Wüste waren. Da können wir mit diesem Smoky jetzt hier perfekt treten. Geist, hast du meine Familie im stillen Wald gefunden? Und stimmt, das erinnere ich mich auch daran, was wir in dem Haus gefunden hatten. War keine schöne Überraschung, weil ich werde es ihm schon sagen. Das ist die Puppe meines Kleinen, aber sie ist versteinert. Oh nein, ich muss nach Hause zurückkehren. Auf das du bei dir Erfolg findest. Können wir jetzt einbrechen in sein Haus, weil wir jetzt richtig asozial sind? Wir müssen unsere Belohnung entgegennehmen, ja? Wir sind ja nicht ohne Grund in meinen stillen Wald zurückgelaufen. Klar, auch wegen unseresgleichen, aber auch, um in die News zu bringen. Da müssen wir uns natürlich jetzt auch selber bedienen, wenn es jetzt keine andere Möglichkeit gibt. Das Haus hier sieht auf jeden Fall viel schöner aus. Gibt es noch etwas anderes in dem Haus? Im Häuslein? Nö. Aber auch ein weiteres großes Geisterlicht, was nun uns gehört. Die Brunnenquerlichtung wird nun langsam voller und voller. Hier oben haben wir noch was anderes, aber ich wollte auch mal hier in die Ecke gehen. Kann man hier runterfallen? Das Wasser vielleicht einbringen? Geht nicht, okay. Denn ich dachte mir, dass du vielleicht, ja, Twillen, was mit diesem Edelstein anfangen kannst. Oh, du liebe Güte, ein unbearbeiteter Splitter und auch noch makellos. Ein seltener Fund, oh ja, die meisten Geistsplitter, die ich finde, wurden bereits geschliffen oder auf Hochglanz poliert. Ein Handwerksmeister der alten Zeit verstanden ihre Kunst, weißt du? Keine Ahnung, ich habe den letzten Satz nicht vorgelesen. Auf jeden Fall lege ich richtig diesen Splitter, den wir bei den Dingens da unten bekommen haben, bei den Wüsten da unten erhalten haben, können wir nun hier verwenden, um ihn ich kann heute wieder mal nicht reden, Leute, ihr wisst es doch. Ich sei es doch gewohnt schon. Wurde nun frisch geschliffen und somit viel besser als die anderen wahrscheinlich. Du hast einen neuen Geistsplitter erhalten. Spüre Geheimnisse in der Nähe auf. Drücke zum Anlegen Tab. Ist das diese Fähigkeit, womit man jetzt diese dunklen Räume sehen kann? Das ist ja ultra geil. Ein Rohdiamant. Bringe den unheimlichen Edelstein zu einem Experten. Perfekt, bei Zwillingen haben wir nichts falsch gemacht. Sehr geil. Okay, gucken wir uns zuerst einmal generell Splitter an, die wir noch kaufen können. Die Überladung zum Beispiel. Raffinesse kann man sich noch holen. Wir könnten jetzt alles kaufen bei ihm. Aber ich würde jetzt erstmal auf die Verbesserungen setzen wollen. Denn wir haben auch einige neue Splitter erhalten und die kann man bestimmt auch verbessern jetzt. Ne? Wir haben auch einige, die generell noch nicht gefunden wurden. Krass. Dorn-Effekt wäre vielleicht noch eine Fähigkeit, die man verwenden könnte. Ja. Warum nicht das, oder? Genau. Vielleicht das kann man mit ihm auf jeden Fall upgraden. Das ist recht teuer, aber für Gegner 50% des erlittenen Nahkampfschadens zu. Das kann bei Bosskämpfen ziemlich cool werden. Alle anderen Sachen sind momentan noch nicht entdeckt worden. Dann danke für deine Upgrades. Etwas anderes können wir gerade nicht tun. Dann gehen wir mal zu Ofo vor und tun mal diese Stichflamme upgraden. Denn ich weiß, dass man eine Flamme erschaffen kann, die sehr, sehr viel Schaden macht. Eventuell ja wird es über diese Variation besser. In den Häusern hier waren wir überall drinne. Wobei es gibt einige von diesen Häusern, die jetzt neu gespawnt sind, genau hier oben. Hier haben sie ja die Tür zugemacht, aber auf der anderen Seite wiederum ist die Tür offen. Da waren wir gerade eben. Du scheinst mir auch neu zu sein, Moki. Ich bin es, Mark der Mutige. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Oh, lol, ganz am Anfang warst du du warst der Typ, an dem ich die erste Nebenquest machen konnte, glaube ich. Wo ich diesen Zahn von diesen, wie hieß der nochmal, von diesen Jaul für dich sammeln musste. Schön, dich wiederzusehen. Niemand könnte meinen epischen Kampf mit dem furchtbaren Heul je vergessen. Bitte erzähl allen anderen, das ist gut für die Moral. Ach, schön, dass ich dich wiedersehen kann. Dachte, es gibt nochmal ein Willkommens- oder Wiedersehensgeschenk, aber na gut, alles in Ordnung. Es freut mich einfach, dich hier wohl aufzuhaben. Und den anderen Moki. Wir looten natürlich, ja, das erste, was wir machen, ist ja einzudringen, um die ganzen Taschen kaputt zu machen und seine Vorräte an Geisterlicht zu sammeln. Aber wozu braucht er denn bitte auch selber das Geisterlicht, oder? Sammeln die das auch, um Fähigkeiten zu farmen? Ich glaube eher nicht so. Ich kann es nicht erwarten, weiter zu erkunden. Oder vielleicht bleibe ich einfach hier und erzähle anderen Moki von meinen Entdeckungen. Ja, das ist eine viel bessere Idee. Ich würde dir sagen, Ruhezeit einzuschlagen, vor allem in der jetzigen Zeit momentan, das sind die Erkundungen viel, viel schlimmer als gedacht. Ich würde dir einfach empfehlen, hier zu ruhen, bis sich alles gelegt hat, größtenteils. 84% haben wir nun, aber meine Frage ist nun langsam so, was können wir noch machen? Ist hier drin noch so viel in der Dunkelheit, in dieser Quest? Warte mal, ach stimmt, ja, wir können auch zu den Samen gehen, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Okay, machen wir das auch noch ganz schnell für den letzten Punkt. Da ganz oben waren wir, glaube ich, schon, ja. Da können wir uns auch hinarbeiten, gerade eben, ja. Komm, keine Scheu haben, Ori. Ich werde dich gut durcharbeiten, aber hier waren wir, glaube ich, schon überall, ja.
Aber das sieht voll schön aus, der Ort. Allein schon die Gestaltung des Designs hier im Allgemeinen, aber dass auch im Hintergrund immer mehr Häuser zu sehen sind, dass immer mehr Oki ja rankommen, je mehr wir das hier ausgebaut haben, dass hier mehr Quests und freigeschaltet werden. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn wir gerade schon auf den Weg zurück sind, können wir auch perfekt Ofer nochmal entgegennehmen. Wobei, war Ofer? Weiter vorne? Aber noch weiter vorne, okay. Ich bin gerade hier falsch, verliere gerade ein bisschen den Überblick hier. Ich muss halt nochmal mit jedem reden hier, um nochmal sicher zu gehen, dass wir auch jede Quest abgeschlossen haben. Denn ich weiß nicht, ob wir eine abgeschlossene Quest, auch wenn sie uns in ein anderes Gebiet rüberwerfen sollte, aber von hier entstanden ist dann, ob der Zähler hier hochgeht oder ob der Zähler dann in den anderen Gebiet hochgeht. Weiß ich nicht. Werden wir alles noch tun müssen. So, bei dir muss ich noch ein paar Fähigkeiten kaufen. Angefangen damit, dass ich diese geile Stichflamme jetzt haben möchte. Eine sehr teure Fähigkeit. Naturtalent haben wir jetzt freigeschaltet. Dann können wir hier den Wurf schon verbessern, aber das brauchen wir auch momentan nicht. Hier sparen wir unsere Geisterlichter für andere Karten. Lass dich überrumpeln, Geist. Wir wollen jetzt erst die Kartografiekarten im Endeffekt bei Lupo holen. Aber diese Stichflamme kann nun auch sehr viel was bringen, ja. Der Splitter hieß ja, dass die Splitter auseinandergesplittert sind. So, also kann ich, wenn ich den Gegner jetzt einfach mit der Geisterflamme abtreffe, sollte sie enorm viel Schaden machen. Ob wir damit die Stichflamme jetzt auch brauchen können, weiß ich gar nicht, aber ich nehme sie ganz kurz rein. Und zwar Flamme. Hier, ja, was macht das jetzt? Ist einfach nur stärker oder kann ich es aufladen jetzt? LOL, okay, das ist ja übelmächtig, was zum Teufel. Ich kann den ganzen Raum mit Licht erzeugen, wenn ich das dementsprechend auflade. Okay, das ist beeindruckend. Gut, Tule, ich habe noch ein paar Samen gefunden. Ich habe gehofft, dass dir meine Hütte gefällt. Stell dir nur vor, wie sie war, bevor das Eis sie... Warte, ist es ein Samen? Das Samen einer Federpflanze, zurückgelassen, um an diesen leeren, kalten Ort zu erfrieren. Und dennoch klammert es sich ans Leben. Ist doch schön, oder? Es ist nicht erstaunlich, welche Kraft und Hartnäckigkeit ein so kleiner Samen in sich trägt, oder? Willst du sehen, wer aus diesem kleinen Samen der Federpflanze werden kann? Ich will es sehen. Oder was auch daraus werden kann, um genau zu sein. Daraufhin findest du noch einen letzten Samen. Wir tun diesen... Warte mal, ist das zurückgelassen? Ich hätte alle Samen gerettet, doch es scheint, dass einer in der Kälte zurückgelassen wurde und gegen alle Widrigkeit überlebt hat. Werden wir ihn entgegennehmen. Dann fangen wir an. Das kann uns... Ich weiß nicht, die Samen haben einige Designfähigkeiten, machen uns das Leben hier in der Punktrichtung einfacher und haben auch andere Vorteile. Ja, genau, wir können uns jetzt hier nach oben arbeiten zum Beispiel. Was es bringt, weiß ich gar nicht, aber ich finde es cool, dass das ganze Pflanzen jetzt hier angepflanzt werden können durch Julie. Ich würde mir keine Gedanken darüber machen, auf Federpflanzen zu treten. Sie sind Fleischfresser, fressen aber recht selten. Ich habe es nur einmal selbst erlebt. Okay, echt? Krass, aber ich habe sie bis jetzt noch nie fressen wollen. So Brunnenquell Wildblumen. Sela-Blumen wollten in meinem alten Garten nie so recht gedeihen. Vielleicht geht es ihnen hier besser. Das sind die, die aus der Wüste kamen bestimmt, oder? Dann fangen wir an. Das müssten die aus der Wüste sein. Den haben wir ja mitgenommen, diesen Samen. Hoffentlich sehen die auch so aus. Also sieht auf jeden Fall schön aus. Aber was genau bringt das jetzt, um genau zu sein? Ich war besorgt, dass dieser Garten nicht mit dem mithalten kann, den ich zurückgelassen habe. Aber wenn ich sehe, wie deine Sela-Blumen hier gedeihen, weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Ach, schön. Aber die letzte Blume fehlt uns noch. Ein unentdeckter Samen. Nicht schlimm, alles cool. Werden wir hier auch Prozente dazu bekommen? Ja, sogar ordentlich. Okay, krass. Ich dachte eigentlich, dass wir den Samen hier mitgenommen haben. Und das war der Samen auch hier, garantiert. Einer fehlt uns noch und den werden wir auch noch finden, Leute. Aber für jetzt würde ich sagen... Ach ja, hier sind überall diese Blumen, diese Dinge angepflanzt worden. Jetzt kommen wir hier überall viel einfacher nach oben. Und können alles viel einfacher entgegennehmen. Dennoch haben wir hier alles schon erkundet. Wir haben hier auf jeden Fall Progress in einigen Gebieten gemacht. Wir werden dafür jetzt im nächsten Gebiet anfangen... Und zu den Mitternachtshöhlen zu begeben. Fundbüro? Hey, warum denn Fundbüro? Wozu ist das denn bitte da gewesen? Hä? Einfach so? Weil wir einfach was gefunden haben, eine gewisse Menge an Items? Hm, schön und gut. Wir haben einiges upgraden können, einige Quests abschließen können und haben die Brunnenbelichtung nochmal ein bisschen aufblühen lassen können. Ein kleines bisschen fehlt noch. Ich glaube, diese ganzen Blumen hier, die sind jetzt überall zu sehen. Ach nee, wenn wir auf die drauf treten, spawnen so ein paar von diesen Pünktchen jedes Mal. Ja, ja, dafür sind die da. Wir können da drauf treten und bekommen ein paar Punkte geschenkt. Schön. Und die sind überall eingepflanzt. Super. Eben ist dann, wie gerade eben schon erwähnt, werden wir uns zum letzten Gebiet aufmachen. Sobald wir das gefunden haben, werden wir ein großes Backtracking entgegennehmen. Ich fange sogar mit einem Gebiet sogar schon im nächsten Part an, um das zu backtracken ein klein wenig. Was weiß ich. Bis dato werde ich auf jeden Fall, die Prozentanzeigen gefallen mir momentan echt sehr, alle über 80%, so muss das, so nicht anders. Unser erstes Gebiet ist sogar zu 100% abgeschlossen. Und zwar genau das Gebiet, das wir als einziges nicht abschließen können, weil wir viel Öllöcher brauchen. Naja, was willst du machen? Lasst mir auf jeden Fall ein Like, damit euch der Part grundsätzlich gefallen hat. Und ein Abo. Und habt noch einen schönen restlichen Tag. Und einen schönen kommenden Tag. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall zurück zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.